Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es endlich mal wieder ein Büchervideo. Ich habe ja ein paar Neuzugänge hier bei mir zu liegen, neben mir. Es sind sehr unterschiedliche und die stelle ich euch gleich vor. Erstmal vorneweg, ja, die letzten paar Wochen kam ja nichts. Ich war einfach so viel unterwegs und hatte dann keine Energie mehr, Videos zu drehen. Und ich hatte auch eine kleine Leseflaute. Aber jetzt kommt so langsam die Lesefreude wieder und das möchte ich doch gerne wieder mit euch teilen. Jetzt die Bücher. Es sind ein paar Rezensionsexemplare. Ein paar Bücher habe ich mir gebraucht gekauft. Genau, und es ist alles sehr gemischt, von historischen zu Roman zu Erfahrungsbericht. Unterschiedliche Erfahrungsberichte ist das sehr gemischt. Fange ich mal an. Ich habe von einer Autorin eine Nachricht auf Instagram bekommen, ob ich ihr neues Buch lesen möchte und da habe ich doch gerne zugesagt. Die Autorin schreibt auch unter dem Namen Maria W. Peter. Hier heißt sie Marie Pier. Und zwar ist das Töchter des Aufbruchs, das Pensionat an der Mosel aus dem Heine Verlag. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Der zweite Teil erscheint auch im August und der dritte dann im Februar im nächsten Jahr. Und zwar geht das um ein Pensionat im Elsass-Lothringen 1910. Es geht um die Institutsleiterin, um Pauline heißt sie oder Paulina? Pauline. Die ja, erzieht ihre Schützlinge ein bisschen moderner, als es zu der damaligen Zeit war. Nicht so autoritär, sondern sie will ihre Schützlinge oder ihre Schüler zu selbstbewussten, selbstdenkenden Frauen erziehen. Und das wird natürlich nicht immer gut aufgenommen zu der damaligen Zeit in dem Örtchen, besonders als dann eine ihrer Schülerinnen auf Abwägen gerät. Und ja, was da alles so passiert, müsst ihr selber lesen. Es kommt hier auch noch ein, ja, junger Mann daher, der beim Pensionat um Arbeit fragt und keiner weiß, wer er eigentlich letztendlich ist. Und um ihn dreht sich auch so ein kleines Geheimnis. Ich fand das alles gut kombiniert, aber wie ich es fand, das Buch, das werde ich in meiner Lesewoche erzählen. Jedenfalls habe ich das schon gelesen, fand ich einen guten Auftakt. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterverfolgen. Dann habe ich auch als Rezensionsexemplar bekommen aus dem Franke Verlag von Karin Weidmeier, Sieben Helden für Penelope. Ich bin der Meinung, dass es aus der Reihe schon also um Penelope schon andere Bücher gibt oder auf jeden Fall noch kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass. Also auf jeden Fall hat die Autorin schon mehr geschrieben. Ich habe von der Autorin auch schon ein Weihnachtsbuch gelesen, was ich auch sehr toll fand. Hier geht es um Penelope. Es ist 1892 in Texas. Sie ist, ja, wie sagt man, in der Kammerzofe nicht, Assistentin. Assistentin für eine exzentrische Schauspielerin. Und dort, ja, die Schauspielerin ist, sag ich mal, sehr gemein und fies. Und Penelope gerät da unter Verdacht, was gemacht zu haben. Und die Schauspielerin, ja, hat das Gefühl, dass Penelope eine Konkurrenz für sie ist. Und Penelope wird dann, ja, ziemlich mies ausgesetzt. Und dann gelangt sie aber zu einem Hof, zu einem Hof, wo ja sehr ältere Männer so leben und ihren letzten Abend verbringen, sag ich mal. Und dort erfährt sie, ja, was Liebe, Geborgenheit ist. Sie findet dort ein neues Zuhause. Aber die Schauspielerin lässt nicht von ihr ab und was da alles so passiert. Also es ist zwar ein Roman, aber ich fand das teilweise echt wie so ein Krimi. Also ich fand das gut gemacht. Da werde ich euch auch im nächsten Lesemonat mehr erzählen. Auf jeden Fall ist das ein christliches Buch, das muss ich dazu sagen. Und auch die christlichen Elemente kommen hier deutlich, zum Hervorschein. Das sollte man wissen, wenn man das Buch liest. Auch das nächste Buch ist aus einem christlichen Verlag, aber es ist ein Erfahrungsbericht und
auch als Nichtchrist lohnt sich das auf jeden Fall zu lesen. Das ist aus dem Adeo Verlag von Niels Petersen, Hobdealer, vom Drogenhändler zum Hoffnungsbringer. Das Buch habe ich auch bereits schon gelesen, fand ich grandios, kann ich so schon mal sagen, werde ich euch aber mehr zu meiner Meinung im Lesemonat erzählen. Und zwar geht es um Niels Petersen, der in einem kleinen Örtchen an der deutsch-dänischen Grenze überhalb von Flensburg aufwächst, eigentlich in geordneten Verhältnissen. Trotzdem kommt er auf Abwegen, rutscht schon sehr früh in die Drogenszene ab und fängt dann sehr früh an zu dealen, auch im großen Maße. Und wird auch von der Polizei, also die Polizei hat ihn immer im Fokus, kann ihn aber nie was nachweisen. Und er fliegt dann nach Kolumbien, war das, und macht dort auch Drogengeschäfte und wird dort dann aber festgenommen und landet im fürchterlichsten Gefängnis von Kolumbien oder im gefährlichsten Gefängnis von Kolumbien. Und ja, findet dort den Weg zu seinem Glauben und dann wandelt sich sein Leben total. Und was er jetzt so macht, wird halt auch beschrieben. Ich fand es wirklich grandios. War erstmal super gut geschrieben und es hat mich sehr bewegt, die Geschichte, seine Lebensgeschichte. Also das Buch kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, dann habe ich noch ein Erfahrungsbericht, ist aber eher ein Reisebericht, also jetzt was komplett anderes. Und zwar von Felix Stark, Pedal the World, mit dem Fahrrad um die Welt. Ja, Felix Stark und ein Freund von ihm machen sich auf eine Weltreise mit dem Fahrrad. Sie sind, ich glaube, 365 Tage, ja genau ein Jahr ist er unterwegs, hat 17.918 Kilometer hinter sich, 22 Länder besucht und jede Menge Pannen. Ja, er erzählt von seiner Reise, er hat da auch einen Film mit zugedreht, das gibt es, glaube ich, auf YouTube auch zu sehen, da habe ich auch mal reingeschaut. Und er berichtet halt von Höhen und Tiefen, also nicht nur von den schönen Sehenswürdigkeiten und von den schönen Begebenheiten, sondern auch, was alles schief läuft. Und ja, mir hat das Buch gut gefallen, wobei ich ein bisschen aufgestoßen bin. Er hat ziemlich, auch körperliche Beschwerden während der Reise und da geht er so über seine Grenzen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Werde ich euch aber auch im Lesemonat mehr erzählen. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen. Das habe ich jetzt aber noch nicht gelesen, weil mich das im Moment leider nicht ganz so interessiert. Und zwar von Sebastian Steffens, Bronze und Stahl, ein historischer Roman aus dem Großreich der Hethiter. So sieht das ganze Buch aus. Ich werde euch hier aber mal vorlesen, worum es geht, weil habe ich ja noch nicht gelesen. Das Reich der Hethiter im Jahr 1275 vor Christus. Also aus der Zeit habe ich auch noch gar nichts gelesen. Also so eine alte Geschichte noch nicht. Die Familie der Geschwister Iyalanda und Pai Avon, ich hoffe, dass das so ausgesprochen wird, lebt in Sklaverei, seit Troja im großen Krieg vor zwei Generationen gefallen ist. Die beiden werden durch die Grausamkeit ihres Herrn auseinandergerissen und geraten in die Wirren eines Konfliktes um die Superwaffe der Antike. Das geheime Wissen um die Stahlherstellung in einer Welt der Bronze. Beide kämpfen um ihre Freiheit, während die Ereignisse auf die größte Schlacht dieser Zeit zu laufen. Ja, Antike und so, das ist eigentlich nicht meins. Ich muss mal gucken. Ich werde auf jeden Fall demnächst da mal reinlesen, ob das was für mich ist und werde euch dann berichten. Dann, ich war so in Abenteuerstimmung, weil ich in den letzten Wochen sehr viel unterwegs war und habe mir dann noch ein Erfahrungsbericht übers Reisen mir gekauft. Ich glaube, auf Vinted habe ich das super günstig erstanden. Und zwar von Michael Wicke, Ohne Geld bis ans Ende der Welt, eine Abenteuerreise.
Michael Wicke hat sich vorgenommen, von Deutschland, also von Berlin bis in die Antarktis zu reisen, und zwar ohne einen Cent auszugeben. Und wie er das macht, das ja, schreibt er hier in diesem kleinen Büchlein. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen was anderes erhofft, also erhofft und erwartet. Er reist halt sehr, sehr schnell und macht große Strecken auf einmal. Es geht halt nicht wirklich um die Reise an sich und Sightseeing, sondern eher um die Challenge, wirklich kostenlos da anzukommen und möglichst schnell irgendwie so. Ja, hat mir nicht ganz so zugesagt, weil ich was anderes erwartet habe. Aber ansonsten, ja, war das sehr inspirierend, muss ich sagen. So, und das letzte Buch, was in der letzten Zeit bei mir hier eingetrudelt ist, war auch ein Rezensionsexemplar. Und zwar Die Mur scheckt's nicht von Christoph Fromm. Ist halt auch ein Roman. Und Nick weiß eigentlich echt viel, aber nicht so richtig. Okay, Fußball findet er nice. Deutschprofessor wird er in diesem Leben safe nicht mehr. Und Bierpong-Turniere sind definitiv besser als Lernen. Aber all diese Weisheiten helfen ihm denkbar wenig, als seine Mur, wie er seine Mutter seit Kindertagen liebevoll nennt, sich neu verliebt und zu einem anderen Mann zieht. Und als ob das nicht genug wäre, sitzt sein älterer Bruder Mike ihm ständig im Nacken. Das Abitur steht vor der Tür und er hat sich zum ersten Mal richtig verliebt. In Hannah, die nicht nur auf dem Fußballfeld einige Probleme zu umtrippeln hat. Nicks turbulentes Teenagerherz jongliert mit Verletzlichkeit, Nachsicht und Vergebung und stößt ganz nebenbei auf die mathematische Gleichung des Lebens. Ein Coming-of-Age-Roman. Ja, werde ich demnächst auch lesen. Mal schauen, wie das, ja, wie es so ist. Ist eigentlich nicht ganz so mein Beuteschema, sag ich mal, also nicht ganz so mein Genre, aber ich werde da mal reinlesen und mal gucken und euch natürlich berichten. Ja, das waren auch die Bücher, die ich in den letzten Wochen eigentlich so gekauft oder bekommen habe. Ich ja, habe mir eigentlich vorgenommen, für dieses Jahr nicht mehr ganz so viele Bücher zu kaufen oder mir so zuzulegen, sondern mehr die Bibliothek zu nutzen. Und das habe ich bis jetzt auch schon ganz gut hinbekommen. Ich war jetzt schon ein paar Mal in der Bibliothek und habe mir schöne Bücher ausgeliehen. Da ja, werde ich euch auch mal zeigen demnächst, was ich mir so ausleihe. Ich schaffe auch nicht immer alles zu lesen, was ich mir ausleihe. Also meine Interessen verändern sich auch schnell. Ich nutze halt die Bibliothek sehr gerne, um mir vor allen Dingen Sachbücher auch auszuleihen, um halt, ja, da bin ich halt sehr vielfältig aufgestellt von meinen Interessen her. Und da ist die Bibliothek immer super. Also unsere hat halt auch einfach sehr viel. Genau, von daher möchte ich eigentlich gar nicht, dass viele Bücher bei mir einziehen. Das, ja, war jetzt wirklich so die letzten 4 bis 6 Wochen oder so und die 5, 7 Bücher da, das geht ja eigentlich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.